Und Taku Takeuchi in super Form in letzter Zeit. Gestern, glaube ich, war er 8., oder? Ja. 8., ja, da fahren wir kurz 40. in Trondheim, aber 5. in Coop, ja. Also er kann es, wenn er es gut erwischt. Und der ist hoch! Super! Er hat es geschafft. Boah. Aber unten hat er ganz blöd dann da bei der Landung, muss man ehrlich sagen, da hat er ein bisschen drauf gedrückt und die Beine eingezogen. Die Beine leicht abgewinkelt. Diesmal, das hat uns dann der Heiböck Michi viel besser gezeigt in Trondheim. Da muss er aussehen, das macht er sehr gut. Da schaut er, da winkelt er, ruht er da ab und winkelt die. Boah, aber da. Das, schau, eine Gleichgewichtsübung ist das und jetzt legt er sich. Nach der Sturzlinie ist egal, aber das zählt als Unsicherheit. Beim Ausfahren, da kann er von 0,5 bis 3 Punkte Abzug kriegen. Ich sag dir die Noten. Er hat die niedrigste Note ist 13,5 und die höchste ist 16,5. Also das geht schon ziemlich auseinander und der Noriaki kann nur mehr lachen drüber. Ja, aber 13,5 ist zu wenig, weil das Wasser, der hätte den Schnee berührt, aber das hätte ich nicht gesehen, dass der da mit der Hand im Schnee drinnen war. Fällt raus, die niedrigste Benotung ebenso wie die höchste. Also es bleibt 16, 15, 5 und 16 in der Wertung.